Hallo hier, diesmal aus Brüssel. Wir versuchen wieder zurückzukommen in unser normales Parlamentsleben nach der Covid-Krise. Wir sind nicht mehr in Straßburg, wir sind seit Monaten ausschließlich in Brüssel und wir hatten jetzt eine dreitägige Plenarversammlung hier in Brüssel mit wichtigen Themen für Europa und auch für unser Land. Wir haben selbstverständlich über Covid, über den Wiederaufbau nach Covid gesprochen mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wir hatten aber auch eine wichtige Debatte über Rassismus in Europa nach dem Tod von George Floyd in den Vereinigten Staaten von Amerika. Besonders möchte ich auch auf zwei Resolutionen hinweisen, die wir hier gemacht haben. Einmal eine Resolution zum Thema Tourismus in Europa. Tourismus ist ein wichtiger Sektor unserer Wirtschaft, besonders auch bei uns in Südtirol. Und wir haben das in dieser Resolution unterstrichen und haben unterstrichen, dass beim Wiederaufbau der Tourismus eine ganz wichtige Rolle spielen muss, auch dann, wenn es darum geht, den Wiederaufbaufonds aufzuteilen. Und dann eine Resolution über Saisonsarbeit in Europa. Und wir haben das aus zweierlei Sicht beleuchtet. Einmal haben wir gesehen, wie in der Covid-Krise, wie wichtig Saisonsarbeiter besonders für einige Sektoren, die Landwirtschaft, den Tourismus sind und welche wichtige Dienste sie bringen, zum Beispiel auch in der Pflege. Aber man muss sich ja auch die Situation der Saisonsarbeiter selber anschauen. Da ist nicht alles zum Besten gelegen. Wir haben gerade in diesen Tagen einen sehr besorgniserregenden Ausbruch von Covid in Deutschland erlebt, in einem deutschen Schlachthof. Wir sehen hier, dass dringend Handlungsbedarf auch bei den Rechten der Arbeitnehmer ist. Und wir haben dann eine wichtige Entscheidung getroffen nach dem Unwetter vom letzten Jahr. Im Herbst letzten Jahres haben wir um den Solidaritätsfonds der Europäischen Union angesucht. Wir haben jetzt beschlossen, dass nach diesem Unwetter im November letzten Jahres der Solidaritätsfonds aus dem Solidaritätsfonds 279 Millionen Euro ausbezahlt werden, davon 271 Millionen Euro an Italien. Auch Südtirol hat Schäden im Ausmaß von mindestens 30 Millionen Euro damals zu beklagen gehabt und wird wohl nun einen Teil dieses Geldes auch bekommen. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass die europäische Solidarität auch in dieser Phase da ist. Bereits beim Unwetter war ja nur ein Jahr früher, haben wir auch den europäischen Solidaritätsfonds angezapft. Ja, das sind die wichtigsten Dinge und ich hoffe, dass wir wirklich jetzt recht zügig wieder zu einem halbwegs normalen Parlamentsleben hier in Brüssel und dann vielleicht irgendwann im Herbst auch wieder in Straßburg zurückkehren.